kann euch nur eins für dieses Video sagen. Es kam alles. Es kam wirklich alles ganz anders als gedacht. Es gab eine radikale, krasse Wendung. Deshalb bei diesem Video rate ich euch, bis zum Ende zu gucken, denn es wird wirklich wild. Es ist, scheint wie eine Illusion, aber es ist die Wirklichkeit. Moin ihr Lieben und schön, dass ihr am Start seid zu einem neuen Döner-Video. Die Döner-Offensive wird vorangetrieben. Wir befinden uns mittendrin und wir sind in Frankfurt. Die Mission, besten Döner Deutschlands, muss Elite, also nicht Zielgerade, aber sie muss weiter. Sie muss weiter. Da hinten seht ihr schönen Tower. Ja, wir testen deshalb direkt 3 Döner heute in Frankfurt. Eure Empfehlung, ich blende sie hier nochmal ein. Und direkt auch eure Empfehlung bitte in die Videobeschreibung für die nächsten Döner. Ich fahre, wie ihr wisst, überall hin. Ja, und dann geht's los im Video. Erster Döner, Abfahrt. Also wir sind da. Erster Döner, Kühlü heißt er, glaube ich. Top-Bewertung. Bin echt gespannt, ob eure Empfehlungen was können in Frankfurt. Generell Frankfurt was kann. Ja, wir gehen mal direkt rein, schauen mal, ob wir ein, zwei Aufnahmen haschen können. So sieht er aus. Klein und unscheinbar. Chef kommt gleich, wurde mir gesagt. Was ich ja immer sehr feier, Kalbfleisch, eigene Herstellung. Das ist aber für mich schon mal doppelt, dreifach Pluspunkt. Die Stunde der Wahrheit. Wir gehen jetzt erstmal rein. Maske auf. Oh, Maschallah. Ich finde, man sieht auch, dass das Fleisch eigene Herstellung ist. Sieht anders aus. Das ist eigene Herstellung. Da muss ich mich daneben ablichten, weil ich finde das sexy. Oh, Maschallah. Hier alles in Vorbereitung. Laden hat noch nicht eröffnet, ne? Muss ich dazu sagen. Laden hat noch nicht eröffnet. Schöne Gewürze hier nochmal. Sympathischer Laden. Sehr sympathisch. Hier ein paar Kleinigkeiten. Schauen wir mal, was er kann. Nicht lange schnacken. Jetzt geht das los hier. So, also ihr macht selber jeden Tag Spiel fertig, ne? Ja. Sieht gut aus, ich schwöre dir. Ja. So, Brot. Oh. Brot, macht ihr Brot selber oder ist das eingekauft? Alles selber. Oh, geil. Wer macht hinten das Brot? Macht ihr, habt ihr hinten ein Geheimrezept? Ist von Mutti das Rezept oder? Wir machen alles selber. Ja, alles selber. Alles selber, ne? Ja, alles. Seit 55 Jahren ist gleicher Döner, immer selber. Immer gleiche Qualität, ne? Ja, immer gleiche Qualität. Und wir sind bei dieser Playboy drin. Geil. Wo ist das? So, hier. Ah, krass, krass. Ich finde, man sieht auch wirklich, das ist nichts von der Stange. Man sieht die Qualität jetzt schon. Boah, die einzelnen kleinen Scheiben. Guckt euch an, da sieht man die einzelnen Fleischscheiben wirklich. So muss es sein. So, Brot. Oh, köstlich, knusprig. Knusprig, ja. Ja, so muss es sein. Richtig knusprig. So sieht er aus, Leute. Knaftig. Wirklich knaftig. Also, erstmal auch, was ich beim Döner nie gesehen habe, Oregano drauf. Jetzt wollen wir mal verköstigen. Nichts gegessen gestern seit 6. Ich habe mächtig Cola. Kommst du gleich? Wow. Kann ich jetzt sagen, Kühlü made my day? Sagt man das so? Kühlü made my day. Kühlü made my day. Ich mache auch mal so einen Englischausdruck, obwohl ich immer keine Ahnung habe. Ich hasse das eigentlich, ich mache trotzdem. Das Fleisch, Leute. Genau das. Das Herz vom Döner. Das ist einfach ein Gedicht. Bei diesem Döner, ich sage es euch, das direkt auffällt, die Konsistenz auch vom Fleisch. Du hast so ein bisschen, am Anfang ist es zart, butterzart, aber es hat so ein leichten Biss, in dem Sinn nicht falsch verstehen, überhaupt nicht ziel, gar nicht. Ich kenne das manchmal von Würstchen. Würstchenkonsistenz. Es gibt so eine mit einer anderen Textur, die ist nicht so weich, nicht so ganz leicht gemahlen. Es ist irgendwie, ihr beißt da rauf und habt diesen perfekten Widerstand vom Fleisch. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Ich sage einmal nur von Herzen Dankeschön für diesen Tipp, für diesen Döner. Für diesen Döner hat sich mein ganzes Leben gelohnt. Für diesen Moment, das ist es wert. Der Döner ist Traum. Diese Soße auch dazu. Ein Döner braucht nicht 1000 Special-Sachen. Kann, ist geil. Weniger ist mehr. Es ist die LIM-Strategie. Less is more. Dieser Döner, der zaubert mir ein Lächeln aufs Gesicht. Diese Soße, simpel einfach diese Knoblauchsoße, er soll mir das Rezept geben. Einfach lecker, toppy. Ich würde sagen, let's go zum nächsten Döner. Nein, mach nicht den. Das ist Abschuss-Move. Let's go zum nächsten Döner. Ja, let's go zum nächsten Döner. Die Skyline.
Wisst ihr, was das Problem ist an Frankfurt einfach? Die ganzen Döner sind einfach alle zu heftig, zu vielversprechend. Gut, ich habe jetzt erst einen gegessen und ihr habt bei meiner Reaktion gemerkt, ich war begeistert. Wenn die anderen auch nur annähernd so sind, hätte jeder Dönerladen einzeln ein Video gebraucht. Aber es ist heftig hier. Frankfurt ist heftig, was Döner angeht. Wir sind am Schlüssel. Döner Nummer 2, Tonbul-Döner. Eure Empfehlung? Der Chef hat nämlich schon mal, dass ihr gleich schon mal heiß seid auf die Aufnahmen. Er hat gesagt, Fleisch selber aufspießen und so. Also selbstgemacht, safe, habe ich schon mal sehen können mit meinen eigenen Augen, mit meinen 4 Augen. Und ihr Lieben, kleine Unterbrechung für eine Werbung. Und zwar Koro. Wisst ihr, Partner von mir, kriegt den Rabatt mit Holle, 5%. Für den direkten Support gibt es das heftigste Sortiment, wirklich Top-Qualität, zum Beispiel das Erdnussmus. Cremig ohne Ende, kriegt ihr nirgendwo anders. Schaut mal rum, guckt euch das Sortiment an und dann geht's weiter im Video. Guckt euch alleine von Charakter der Laden. Der mit den ganzen Platten an der Wand und so, wirklich sehr, sehr schön. Also ich fühl das. Die Vibes hier im Laden. So lobe ich mir das. Erstmal schön Tee angeboten bekommen. Da kann man auch mal 2 Minütchen warten. Der Chef nimmt sich gleich Zeit für mich. Die Musik alleine hier drin, Leute. Das ist Atmosphäre. Das hat Stil hier. Das hat wirklich Stil. Ihr werdet gleich sehen, auch die Anrichtung von dem ganzen Essen. Also hier investiert man dafür, dass man was geboten bekommt. Das scheint hoffentlich gutes Essen zu sein, aber auch die Optik und das Auge ist mit. Das ist richtig, richtig geil. Also, ich warte jetzt auf den Chef, der kommt gleich. Der wird uns alles zeigen, vom Fleischzubereitung über Qualität, über deren Philosophie. Das ist der Döner, das sieht so krank da drin aus. Vom Brot her alles dampft, der holt das da raus, die Anrichtung, wirklich. Da gibt sich immer Mühe. Und wir werden begrüßt, da ist der Chef. Bester Döner, zeige ich euch, wie das Döner geht, von meiner Art. Danke, hallo. Unsere Feinkosttheke schön mit dem frisches Petersilie, ganz schönes, tolles, frische Zitrone, Cherrytomaten, Chili-Paprika, frische Oliven, Weinblätter. Ich sag erstmal so von der Optik, Leute, das macht Lust auf mehr. Was für Soßen haben wir hier ganz kurz? Ah, das ist Geheimnis. Das ist Geheimnis. Ah, aber wie du sagst. Ich will dich da nicht dieses Geheimnis das rausgeben. Ja, also, Joghurtsoße, Cocktailsoße und haben wir schönes mit Liebe Knoblauchsoße. Okay. Das ist unser Meister, das ist unser Teig. Wird ein Tag in Kühlschrank. Ja. Das wird das eine Sauerteig für unseren großen Partner. Ach, das ist sogar ein Sauerteig. Das kenne ich nur vom Bäcker eigentlich. Jawohl. Ich habe letztens gerade gedacht, ein Döner mit Sauerteigbrot, das wär's. Ich muss auch so sagen, von deiner Art, man merkt, du machst mit Leidenschaft, wie du eben gesagt hast, mit den Soßen. Sagst du, das ist geheim. Ich spüre deine Leidenschaft, das finde ich geil. Das finde ich richtig gut. Ich kann dir meine Liebe geben, aber meine Geheimnis nicht. Ich will beides. Und hier haben wir auch einen Fleischermeister. Guckt euch das an. Das ist unser Fleisch, ja. Das ist 2 Jahre alt, 1,5 Jahre alt von Kalbfleisch. Ja, das Kalb 1,5 bis 2 Jahre alt, ja. Genau. Du hast mir eben gesagt, Döner, die sind am besten ohne Soßen. Wirst du mir diesen Döner auch ohne Soße servieren? Meine Meinung, natürlich Geschmackssache habe ich, empfehle nicht Soße, aber schmeckt gut Soße. Bisschen Zwiebeln, bisschen Tomaten, ja. Bisschen Rucola, bisschen Zitrone frisch. Wow. Amore mio. Amore, und wir machen heute ohne Soße. Richtig. Wir machen ohne Soße. Essen wir. Ja, ich bin gespannt, Mann. Ich bin echt gespannt. Okay. Einmal essen und dann rennen. Aber hinterher mache ich, hinterher. Nicht davor, sonst schmecke ich nichts mehr. Da ist er, der Kollege. Ich muss mal hier richtig ins Licht. Also, erstmal mein Urteil, wie das gemacht ist. Das Brot, wie er gesagt hat, überall ein Meister. Und das hat er wirklich. Ich dachte am Anfang, er verarscht mich. Brot vom Meister, Sauerteig, dieser Salat, das Fleisch. Ihr habt es selber gesehen im Video. Die Soßen. Der Typ macht es mit Liebe. So viel Liebe habe ich, glaube ich, noch nicht im Döner gesehen. So viel Leidenschaft, wie er erzählt hat. Oh. Hat hier irgendwo noch eine Pepperoni drin? Die wird mich gleich killen. Ich finde sie nicht wieder. Jetzt kommt der Teil mit Soße. Ich bin im Himmel, Leute. Ich bin einfach im Himmel. Das ist die Tasche des Himmels, die Döner-Tasche des Himmels.
sage euch nur so viel, was Döner angeht, ist das ein kulinarisches Erlebnis. Es ist wirklich ein Erlebnis hier in Frankfurt. Dieser Döner mit diesem Brot, Sauerteigbrot, der labert keine Scheiße, der Typ, der das gemacht hat. Da steckt überall Wissenschaft hinter. Das Fleisch, glaubt es mir, diese. Ihr kennt das, wenn man Fett auf den Grill legt, wie er gesagt hat, das wegsnackt. Vielleicht nicht das Gesündeste, aber der Geschmack. Und so ist es da, dieses kross gegrillte Fett am Spieß hier unten, gemischt mit dem Brot, diesem Sauerteigbrot. Ich kann es nicht beschreiben. Ich würde gerne dieses Brot beschreiben, ich kann es nicht beschreiben. Ich komme nicht klar auf diese Dönertour in Frankfurt. Bewertung gibt es am Schluss, am Ende des Videos. Aber das ist unnormal. Mehr kann ich nicht sagen. Das ist unnormal. Also Leute, die knallharte Bewertung. Es fällt mir mega schwer, absolut krass schwer. Das war für mich eine kranke Tour mit 1000 Gefühlswendungen auf und ab. Die zwei Döner, beide vom Fleisch her, sind einfach High-End. Und man kann es nicht vergleichen, das ist wie mit Äpfel und Birnen zu vergleichen, weil das Fleisch einfach anders war. Aber sie waren beide an sich, die Döner, vom Fleisch her, Killer. Und Döner 1, vom Fleisch, wie ich gesagt habe, diese Konsistenz, bam, beißt so rein. Dieses perfekte, diese Soße einfach, oldschool irgendwie, ein Traum. Leute, einmal die Originalaufnahme nach dem Kühli-Döner, dem ersten. Das ist für mich bisher der beste Döner. Es ist der Beste. Es ist wirklich bisher der Beste, glaube ich. Also es ist wirklich, ich komme nicht klar auf diesen Döner. Das muss kurz eingeblendet werden, einmal diese Live-Reaction. Kriegt von mir eine 9,3. Also aktuell jetzt der beste Döner Deutschlands für mich. Da müsst ihr, es ist krank. Es ist krank. Döner Nummer 2 hat mich auch maximal geflasht. Und ich sage euch, dieses Fleisch, was einfach. Ich drücke es jetzt einfach mal so aus. Ich habe vorhin genug gesagt. Ich suche nach dem besten Döner Deutschlands. Und ich habe nach diesem speziellen Fleischgeschmack gesucht, wie ich ihn manchmal gehabt habe im Leben. Und ich wusste nicht mehr genau wo, aber ganz so habe ich ihn noch nie gehabt. Und es ist für mich gerade Döner Nummer 2, für mich der beste Döner Deutschlands. Er hat den anderen nochmal getoppt. Er kriegt von mir eine 9,4, weil einfach das Fleisch, das Gemüse, alles frisch, das Brot, Sauerteigbrot, es ist nicht in Worte zu fassen, ihr müsst dahin. Es ist krank, die 9,4, der beste Döner Deutschlands, zweimal heute gekürt, aber nur für ein paar Sekunden war der andere Döner Platz Nummer 1, aber wirklich, beides krank, nur wenn wir ganz ein bisschen abstufen, Döner Nummer 2, bam, hat alles gef***t. Leute, denkt an meinen Kommentaren und meinen Daumen oben, knallt alles voll, die Dönermission muss weitergehen, schreibt es mir rein, es ist noch Luft da oben, wir können alles schaffen, wenn wir an einem Strang ziehen, wenn wir zusammen an einem Strang ziehen, wir sehen uns beim nächsten Video. Puff.